Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge. Yay, Xims Postbox hat wieder mal geöffnet. Ja, ja. So, fangen wir gleich unten an. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Ich denke mal, ja, wir starten einfach. So, der erste Brief ist von der Amanda Peinburg, YouTube. Hallo Ximena, ich finde, du machst richtig coole Videos. Ich habe dich auch abonniert. Können wir mal zusammen aufnehmen? Und können wir auch Freundin SSO werden? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zurückschreibst. Ja, liebe Amanda, Freundin SSO ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn denn nicht meine Freundesliste leider voll wäre. Was heißt leider? Ja, sie ist halt voll. Wenn ich online bin, probier's einfach mal. Es wird immer mal wieder irgendwie ein Plätzchen frei. Und ja, also von daher einfach testen, wenn du mich siehst. Und vielleicht hast du gerade Glück und es ist ein Loch für dich frei. So, und ja, was die Videos betrifft, da nehme ich eigentlich nicht so wirklich mit anderen auf. Also ich habe so ein, zwei Projekte geplant mit anderen, das stimmt schon. Das sind aber so im Hintergrund abgesprochene Geschichten. Aber jetzt so mit jedem was aufnehmen, weißt du, das wird dann einfach auch zu viel. Und dann bin ich nur noch dabei, mit irgendwelchen anderen Leuten was aufzunehmen. Aber wenn sich mal irgendwas ergibt oder so und ich bin unterwegs, ich bin online und du kommst dazu, dann kannst du natürlich gerne auch jederzeit dein Aufnahmeprogramm anschmeißen. Habe ich überhaupt kein Problem dabei, ne? So, ja, erstmal auch vielen Dank für deinen Brief, liebe Amanda. So, dann geht es hier weiter mit der Nina Greyroad. Na du, wie geht's dir denn heute? Viel Spaß dir noch bei deiner Postfolge, Nina. PS, alle abonnieren. Dankeschön, Nina. Tja, Spaß habe ich mit den Postfolgen immer. Ich finde eure Briefe irgendwo absolut klasse. Vielen Dank für deine Post. So, weiter, die Dina Ravencake. Hi Xim, bin neu auf deinem Kanal. Ja, hallo Dina und dann herzlich willkommen hier. Die April Almond Heart. Hi Xim, ich bin's die April. Ich wollte nur mal sagen, dass ich dich wirklich feiere und deine Videos auch. Mach weiter dein Ding, lass dir nichts von anderen sagen. Bitte ändere dich niemals, denn du bist perfekt, wie du bist. Mit ganz viel Liebe, deine April. Oh, danke, April. Nee, das lasse ich mir auch nicht. Ich werde mich nicht verbiegen, ich werde mich auch nicht ändern. Ich bin, wie ich bin, richtig so. Und ja, wer mich mag, super. Und wer mit mir nicht klarkommt oder mich nicht leiden mag oder meine Videos nicht mag, dann ist das eben so. Mein Gott, ne? Allem recht machen kann man das ja eh immer nicht. Also von daher sollte da jeder einfach so sein Ding durchziehen, wie er das für sich für richtig hält. Und ja, so ist zumindest meine Meinung dazu. Ja, vielen Dank für deinen lieben Brief. Die Gloria Swift Heaven schreibt, beste YouTuberin, hi Xim, jetzt melde ich mich wieder, hoffe dein Postfach ist noch nicht explodiert. Du bist eine super tolle YouTuberin, hast immer wieder neue Ideen, egal wie viel Arbeit das ist, du hängst dich mit voller Wucht da rein. Mach weiter so und gib niemals auf. Ich gucke mir deine Videos so gerne an und mag deine Stimme mega, die ist so entspannt. Und ich mag sie. Kannst du mal so Themenfolgen machen, wo du über ernste Themen redest, wie zum Beispiel Haten und so weiter, weil hier müssen einige aufgeklärt werden. Ich begegne hier vielen Leuten, denen mal die Augen wortwörtlich geöffnet werden müssen, was die hier anstellen. Oder was man mit Verdächtigungen, die nicht wahr sind, anstellt. Bin nämlich gerade in so einer Situation, auf Server 2 läuft nämlich eine rum, die mich und meinen Club bedroht, das geht zu weit. Da ist Redebedarf notwendig. Schönen Abend bzw. Tag noch. Liebe Grüße, Gloria Swiftheaven, Glory, Lori oder auch Lollipop. Ja, Lollipop sagt mir was, dich kenne ich aus Streams, ne? Da sind wir uns schon ein paar Mal, ich glaube, du bist da auch schon mitgeritten als Gloria Swiftheaven, klar. Ja, ist tatsächlich in Arbeit. Ich hatte zwar auch schon mal so Postfolgen, nicht Post, Quatsch, so Folgen gemacht, wo es ums Haten ging und Mobben und solche Geschichten. Aber auch da wird es jetzt zukünftig was Neues hier auf dem Kanal geben. Ja, behaltet einfach den Kanal im Auge, damit ihr es nicht verpasst. Da bewegt sich bald was. Vielen Dank für deinen Brief, Gloria. Und ja, ich hoffe, dass die Probleme, die du da auf Server 2 hast, ja, so ein bisschen sich entspannen, ne? Und dass ihr das da mittlerweile im Griff habt. Das ist ja so nicht schön. Nee, das macht ja keinen Spaß dann. Aber auf jeden Fall, ja, vielen Dank auch für deine lieben Worte in dem Brief. Und danke für deine Post. So, und weiter geht es mit nochmal Gloria. Hier ist das Jorvik Sprengunternehmen und nun werden sie mit vielen Grüßen zugesprengt. Grüße an
Die Monsterral Highbroke, mein Glitzer. Die Arabella Yellowbell, mein SSO-Tante. Die Alina Dragonball, mein lieber Drache. Die Juliette Shark Hunter, mein Kuchen. Keine Ahnung, wie der Name entstanden ist. Okay, die Christina Apfelberg in Englisch, also die Appleberg, mein Teddybär. Die Lisa Crazy House, meine SSO-Mama. Meine Wölfe von den Snowflake Werewolves. Die Singing Mustangs, die Vera Moonrider, mein Sternchen, den Thunder Girls Club, die Zany Lions, die Field Mustangs, nur ein paar, die Magic Troopers, die Fire Panthers, die Blue Ladies Family, die Prime Werewolves, die Alpha Tigers, die Veronika Wolfhunter, mein Welpe, die Lana Summerstream, meine Mausi, die Western Agents, dich, also mich, dankeschön, die Anna Mouse River, meine beste Freundin, die Virginia Wolfe, meine Sis, also die Schwester, die Esmeralda Ravenland, mein Muffin und die Rachel, ja, irgendwas mit Hashtag Song, meine zweitbeste Freundin. So, nun ist das Sprengunternehmen fertig. Ja, liebe Grüße an euch alle und ich hoffe, ich habe keinen überlesen, aber ich glaube, ich habe sie alle. So, weiter geht es mit Post von Gloria Swiftheaven. Jetzt stimmen wir ein Lied für die Abonnenten an. Och nö. Und Tannenbaum. Nee, also jetzt noch nicht. Erstens singe ich nicht, außer jetzt zum Geburtstag. Das reicht, das muss echt reichen. Und zweitens ist ja noch überhaupt gar nicht weiter. Weihnachten und nee, bloß nicht. Ich will auch keinen Schnee und nicht kalt und furchtbar ist das. Ja. So, und Haribo macht Ximi froh und die Abonnenten ebenso. Ja, stimmt. Hin und wieder, ne? Muss das mal sein. Wobei Schoki ist auch cool. Also so, ja. Njam, njam. Und die, was? Die krossen Krabbenpizza? Ist die Pizza frisch und knusprige Pieper, Pieper, Pizza, krosse Krabbenpizza für dich und mich. Geht's dir wirklich gut, Glory? Okay, jetzt fährt Glory von ihrem Crazy Trip runter. Alles klar, dann bin ich beruhigt. Okay, vielen Dank für deinen lustigen Brief, liebe Gloria. So, weiter geht es mit der Sienna Oakfield. Die schreibt wunderschön Xim mit ganz vielen Herzen. Wusste nicht, wie ich das M machen sollte. Wieso, ist doch super geworden, dein M. Hoffe, es gefällt dir trotzdem. Ja, tut es. Dankeschön. Bist die Beste, hör bitte niemals mit YouTube auf. Nein, habe ich nicht vor. Der Kanal wächst ja gerade unheimlich. Und also von daher, und mir macht es unheimlich Spaß, mit euch und auch für euch Videos zu machen. Und ja, ich habe da viel zu viel Spaß, um damit aufhören zu wollen. Lieben Dank für deinen Brief und das schöne Herzchen-Xim, liebe Sie. So, weiter geht es mit der Justine Sleepy Leaf. Hey, guck gerne deine Videos an und wollte mal fragen, ob wir zusammen filmen wollen, also Zwillinge, das wäre echt super. Deine Justine. Ja, habe ich ja gerade schon mal gesagt, also leider nicht so wirklich, weil sonst wäre ich, wie du guckst, jetzt alleine hier in der Postfolge zwei Leute, mit denen ich dann aufnehmen wollen würde und, ne, also von daher mache ich es nicht und mache da eher, ja, so mein eigenes Ding. Seid mir nicht böse. Also wenn ich hier irgendwie unterwegs bin, könnt ihr natürlich jederzeit dazukommen. Und wenn ich dann gerade tatsächlich irgendwas aufnehme, ist das ja auch, seid ihr ja auch dabei. Also, ne, ansonsten, ja, es wird sonst einfach zu viel. Nicht böse sein. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber ich denke schon, dass man das schon verstehen kann. So, die Mary Dolphin Hand schreibt. Eine Aufgabe der Woche. Ach du Mensch. Hallo Ximi, ich bin's, Diana. Wie du schon im Betreff sehen kannst, wird es eine Aufgabe geben. Das eine Mal in der Woche. Aufgabe, hol deinen Lipizzaner raus, den du wahrscheinlich schon hast. Ja, sitze ich drauf. Zieh ihm grün, pink oder lila, violettfarbene Ausrüstung an. Aber Achtung, jedes Item sollte mindestens einen Wert auf einen, auf zum Beispiel Schnelligkeit oder wie das auch immer heißt, haben. Wie in jeder Aufgabe solltest du es bei einer bestimmten Zeit abziehen. Heute beträgt deine Zeit 20 bis 30 Minuten. Du darfst dir also die Minutenzahl aussuchen. Sie sollte aber zwischen 20 und 30 sein. Natürlich auch auf YouTube stellen. Ach ja, übrigens solltest du auch damit herumgaloppieren und ein paar Quests abschließen. Keine Sorge, die nächsten Aufgaben werden nicht so wie diese hier sein. Außerdem wäre ich auch sehr gern in deinem Club. Hoffe, wir treffen uns. Also wie gesagt, meinen Club habe ich ja mittlerweile offen gemacht, aufgemacht. Wer da rein möchte, darf sich gerne bei mir melden. Ein paar Plätze sind noch frei.
Und ich glaube, wir sind jetzt gerade mal halb voll. Also von daher. Was die Aufgabe betrifft, ich habe tatsächlich... Warte mal. Nee, doch. Warte. Moment. Falsch. Was mache ich denn hier? Ich wollte hier aufmachen. Ha. Guck mal. Ach so, nee, aber das hat keine Werte. Aber ich habe, du siehst es hier, ich habe tatsächlich nichts irgendwie Buntes dabei. Und Quests habe ich ja leider auch nicht mehr. Na? Also von daher klappt das leider nicht so wirklich. Aber guck mal, ich mache jetzt hier die Postfolge in Pink Geburtstagsoutfit weiter. Nur den Hut sieht man nicht, weil ich den gerade versteckt habe. Aber ich glaube, das ist auch pink genug so. Ist ja furchtbar. Na? Also von daher. Und die Postfolge mache ich jetzt komplett so weiter und dann passt das, denke ich. Alles klar und vielen Dank. Und Quests, ja, wie gesagt, habe ich nichts. Ne? Da ist nichts zu wollen. Vielen Dank für deinen Brief, liebe Mary. So, weiter geht das mit der April Almondheart. Hi Xim, ich wollte dir nur mal sagen, dass ich deine Videos wirklich feiere und der TS mit dir auch immer Spaß macht. Ich bin froh, deinen Kanal gefunden zu haben. Mit freundlichen Grüßen, deine April, die Eve. Danke, liebe Eve. Ja, YouTube, wie gesagt, na, ja, wieso YouTube, TS. Genau, ich husche hin und wieder mal vorbei und sag mal Hallo und genau, das ist schon immer sehr lustig mit euch. Und ich freue mich auch, euch gefunden zu haben und so viel Spaß mit euch zu haben. Und vielen Dank für deinen Brief. So, weiter geht es mit der Anouk Turtleborn. Postfolge. Guten Tag, Sim. Hiermit muss ich dir sagen, dass du einfach eine super YouTuberin bist und so bleiben sollst, wie du bist. Ich feiere einfach deine Videos und hoffe, dass es sich nicht ändert, dass du so herzlich zu deiner Community bist. Nö, warum sollte sich das ändern? Ich werde ja nicht von heute auf morgen einen Stinkstiefel. Nö, nö. Also das bleibt schon so. Ebenso habe ich den Frühstücksstream mit dieser Manuela Purpleboard gesehen und muss sagen, dass ihr beide ein tolles Team seid und nie auseinandergehen solltet. Ja, das stimmt. Die Manuela hilft mir da ganz klasse in den Streams. Mittlerweile haben wir auch schon einen zweiten Stream zusammen gemacht, mal einen Abend. Gott, da sieht man mal wieder, wie alt die Post schon ist. Deswegen muss ich dringend hier mal die Postfolge machen. Und ja, ich feiere dich und Manuela einfach nur. Und ich hoffe, dass wir beide bald einen Stream sehen, wo ihr beide gleichzeitig fällt. Ja, okay, das ist bei uns beiden, glaube ich. Wir sind da echt ganz klasse. Allerdings hat leider die Manu gerade so ein bisschen technische Probleme hier nach dem... Ja, super tollen Star Stable Update und von daher, ja. Aber das wird sich auch alles wieder, hoffe ich, bald klären, dass Star Stable da die Probleme in den Griff bekommt. Und dann wird es natürlich auch wieder einen Stream mit der Manu und mir geben. Allerdings streame ich auch im Moment nicht so lange, wie das hier nicht glatt läuft. Ich hatte heute auch mehrfach, ja, Probleme, dass sich einfach das Spiel geschlossen hat mittendrin. Ne? Also so kein Netzwerkfehler, sondern einfach Schluss. Zack, weg. Also von daher, ja, mal gucken, ne? Wenn das wieder im Griff ist. Dann gibt es auch wieder Streams und dann wird sicher auch die Manu wieder dabei sein. Ich hab dich lieb, deine Anouk. Dankeschön für deinen lieben Brief, Anouk. So, weiter geht es mit der Catalina Lionside. Ruxim, du und deine Spielwiese sind echt klasse. Ich freue mich immer, wenn ich deine Videos sehe und du zauberst mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Ebenso fand ich den Stream mit der anderen auch sehr amüsant und hoffe, dass ihr das wiederholt. Bleib so, wie du bist und ändere nichts. Deine Katalin. Ja, wie gesagt, die Manu und ich, das klappt schon ganz super. Da werden wir auch sicherlich noch öfters mal einen Stream zusammen machen. Und ja, das freut mich auch, dass du mich und den Kanal super findest und magst. Und ja, alles prima. Vielen Dank für deine Post, Katalin. So, weiter geht es mit der Maya. Gehe rückwärts zum nächsten Briefkasten. Liebe Grüße, Maya. Viel Spaß. Danke, Maya. Ich lösche das jetzt erst und dann laufe ich los. Moment, jetzt muss ich überlegen. So. Nee, ich muss da runter, ne? Ich bin ja jetzt hier im Westkap Fischerdorf. Der nächste Briefkasten ist auf der Insel hinten. Und rückwärts Treppe runter klappt leider nicht. Ich muss jetzt hier die Treppen mal eben so machen und dann laufe ich aber über die Brücke, weil ich komme hier sonst nicht weg. Hast ja gesehen. So, kannst du auch gerne selber probieren. So, jetzt haben wir die Treppen hier schon überwunden. Und der Rest geht dann jetzt irgendwie rückwärts. So, ich werde das jetzt hier allerdings gleich im Video auf schnell machen. Das heißt, ich halte jetzt die Klappe und gleich im fertigen Video kriegt ihr dann ein bisschen Musik auf die Ohren. Während ich jetzt hier irgendwie laufe. Bis gleich. We'll be right back.
So, ihr Lieben, und da bin ich fast angekommen am nächsten Briefkasten. Yay, Gott sei Dank. Ja, mein Gott, was für eine Reise, was für eine ewig lange Strecke. Soll man gar nicht meinen, wie weit das ist und wie langsam man nur vorwärts kommt. Ja, ja, vielen Dank für diese Aufgabe. So, weiter geht es mit deiner Dean Yellowsmith. Ein paar Fragen. Ja, ich stelle jetzt gleich die Fragen, dass du schnell weitermachen kannst. Okay. Kannst du einen Adventkalender machen? Natürlich erst, wenn der Advent beginnt. Schreib mir mal bitte, wie du dir das genau vorstellst. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was du meinst. Also wie ich auf YouTube oder sowas einen Adventkalender machen sollte. So jeden Tag ein kleines Weihnachtsvideo oder was hättest du da gerne? Also irgendeine Idee, die du da... Irgendwas muss da ja eine Idee hinterstecken, wie du das vorstellst. Erzähl mal. Wäre toll. So, kannst du mal einen angekündigten Stream machen? Ja, würde ich total gerne. Werde ich auch machen, aber es ist einfach im Moment bei mir zeitlich so schwierig, dass ich so im Vorfeld irgendwie 2 Tage, 3 Tage vorher planen kann. Ja, deswegen im Moment eben eher so diese, ja, spontanen Streams. Und im Moment ist natürlich jetzt einfach Star Stable das Problem, ne? Solange das nicht technisch vernünftig funktioniert. Ich habe jetzt gerade schon echt die Luft angehalten und halte sie immer noch so ein bisschen an, ob ich hier die Postfolge vernünftig aufnehmen kann oder ob ich zwischendrin rausfliege, ne? Also bis das dann mal nicht alles wieder, ja, vernünftig läuft, gibt es gar keinen Stream und dann auch erst recht keinen angekündigten. Also warten wir mal ab. So, was hast du für ein Handy? Ich habe ein iPhone 6. Was hast du für einen PC? Ich habe einen HP Desktop PC und ein Lenovo Gamer Laptop noch hier stehen. So, kannst du nähen? Nein. Ich kann mir mit einer Nadel in den Finger stechen. Das ist auch irgendwie so ziemlich alles. Ich kann es nicht und, was heißt, ich würde es sicherlich irgendwie hinkriegen, wenn ich es unbedingt wollen würde, aber ich will es auch nicht. Ich bin überhaupt, was so Handarbeit betrifft, nee, ich kann auch nicht stricken. Also, ist so alles gar nicht meins. Also, von daher, das war's auch schon. Tschüssi. Ja, Nadine, herzlichen Dank für deinen Brief. Weiter geht es mit einem Brief der Sophia Bifor. Du bist so cool. Mal eine Frage. Kann ich in deinen Club? Bitte, ich bin ein Riesenfan. Bitte, bitte, bitte. Ja klar, wer in meinen Club will, wie gesagt, einfach melden und na, wir haben noch Platz. Vielen Dank für deinen Brief, Sophia. So, weiter geht es mit der Pia Skyfire. Ich hab dich lieb. Danke. Das ist süß von dir. So, und nochmal die Pia. Du bist voll toll. Dankeschön. Und nochmal die Pia. Du bist einfach die Beste. Dankeschön, Pia. Und weiter geht's mit Sophia Bifort nochmal. Hi, hier ist Zocker Mixmax. Ich wollte dir nur sagen, dass ich ja eigentlich traurig bin, dass ich nicht gewonnen habe. Aber du bist nicht schuld. Liebe Grüße, deine Zocker Mixmax. Ja, das ist nun mal leider bei den Verlosungen. Es machen viele, viele mit und einer nur kann gewinnen. Aber... es wird sicherlich bald wieder eine geben. Seid gespannt, behaltet den Kanal im Auge. Ich plane schon wieder am nächsten rum. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe ein bisschen Zeit für die Planung, aber im Moment wachsen wir ziemlich rasant. Und von daher, also wir, ne, wir die Community, von daher wird es wahrscheinlich ziemlich schnell da was Neues geben. Ja, vielen Dank für deinen Brief, Zocker Mixmax. Und wie gesagt, behalte den Kanal im Auge. Aber das tust du, das weiß ich. Also von daher wirst du es mitkriegen. So, die Pia nochmal. Du hast eine so schöne, ruhige Stimme. Habe ich das? Alles klar. Okay, vielen Dank, liebe Pia. So, weiter geht es mit der Sophia Bifort. Ich mag dich so. Danke, Sophia. Und die Pia Skyfire. Du bist so freundlich. PS, sorry, dass ich mich manchmal verschreibe. Bin noch 11. Mach doch nichts, mein Gott. Solange ich halbwegs lesen kann, was ihr meint, ist das überhaupt kein Problem. Rechtschreibfehler passieren auch mir immer mal irgendwie, wenn ich schnell im Chat oder sowas schreiben will. Und von daher, ja, alles kein Thema. Ich bin ja hier nicht eure Lehrerin, die auf eure Rechtschreibung guckt. Also von daher, hey, kannst du mal bitte, ach so, die Sophia Bifort schreibt, hey, kannst du mal bitte mit mir ein Video zusammen machen? Das wäre echt cool. Ich mache ja auch YouTube und ja, von daher würde ich mich über eine Antwort freuen. Und nehme bitte nochmal das New Hillcrest Champi auf. Das wäre echt toll. Liebe Grüße, deine Zocker Mixmax auf dem Ack von einer Freundin. Ja, pass auf. Also siehst du, du bist jetzt Nummer 3 während der Postfolge, der jetzt danach fragt. Und da genau, ne? Ihr seht es immer mehr. Ich wäre ja nur noch, ne, damit beschäftigt. Also von daher, sorry, nein. Ich nehme, ja, nicht mit anderen einfach so auf, sondern wenn dann irgendein geplantes, größeres Ding und da, ja. Also, ja, nein, tut mir leid, aber bitte versteht das. Und das New Hillcrest Champi, das werde ich sicherlich auch nochmal aufnehmen, ja.
wenn ich denn mal mich dem gegenüber gewachsen fühle. Ich bin ja nun bekannt für meine Fails und die sind natürlich bei Championaten noch mal ein ganzes Stück weit ausgeprägter. Aber gut, ich hab's mal im Hinterkopf und werde es sicherlich noch mal machen. Vielen Dank für deine Post. So, die Capri Panda Home schreibt: Hallo Xim, ich bin vor ein paar Wochen auf deinem YouTube-Account gestoßen und finde ihn echt klasse. Besonders die Level-Streams gefallen mir sehr, da meistens nicht so viele Leute mitreiten und es dann einfach eine gemütliche kleine Levelrunde ist, wo man viel Spaß hat. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass dein Account noch ein bisschen größer wird, denn verdient hast du es auf jeden Fall. Auch das Remake von SSO ist nochmal spannend und lustig anzusehen. Mach weiter so und man sieht sich bestimmt nochmal bei einer Levelrunde. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Viele Grüße, Capri. Ja, danke erstmal, Capri, für deinen lieben Brief. Und ja, das stimmt. Das sind immer gemütliche kleine Runden. Das ist natürlich auch durch das Spontane, ne? Wenn man es vorher groß ankündigt, ist natürlich auch ein bisschen mehr immer. Ich freue mich auch immer. Ich mache die Streams total gerne mit euch. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass es einfach durch diese fürchterlichen technischen Probleme nicht so geht, wie es soll. Aber gut, es wird sich auch wieder ändern. SSO wird das in den Griff bekommen und ja. Ja, und mein Star Stable Remake mit Ximena Evening Rider macht mir auch mega Spaß, das alles nochmal in Ruhe zu erleben, die ganzen Quests nochmal zu machen und macht total Freude. Und ja, da wird es auch noch viele, viele Folgen geben, denn da ist ja noch einiges an Quests, was vor uns liegt. Ja, und vielen Dank für deinen Brief, Capri. Und ja, ich freue mich darauf, dich dann auch bald wieder zu sehen in einem Stream. Die Aisha Flowerpeak schreibt: Hi Xim, ich wollte dir nochmal sagen, dass du echt cool bist und ich dich sehr doll mag. Ich gucke deine Let's Plays sehr, sehr gerne. Nun eine Bitte. Und jetzt muss ich hier scrollen, sowas übersehe ich immer gerne. Und ich scrolle und scrolle und scrolle und scrolle und scrolle. Ximi, 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 schreibt sie ganz, ganz oft. Bleib immer, wie du bist, lass dir von anderen nichts sagen, du bist toll, wie du bist. Und höre niemals mit YouTube auf, sonst bin ich traurig. Und da schreibt sie auch ein wunderschönes Xim, Ximi sogar in Herzchen. Deine Ari, hab dich lieb. Dankeschön, liebe Ari, für den süßen Brief. Und wie gesagt, ich werde nicht aufhören mit YouTube. Zumindest habe ich das nicht vor in absehbarer Zeit. Habe ich viel zu viel Spaß einfach auch dran. Und ja, schön, dass dir die Let's Plays gefallen. Und deswegen gibt es ja jetzt auch das Remake so ein bisschen, damit wir wieder ein bisschen mehr zu gucken haben. Und von daher, na, ich mache immer die aktuellen Quests hier mit Ximena Evening Lee auf meinem Hauptaccount. Das ist ja dieser hier und alles andere nochmal, dieses Remake dann halt mit Ximena Evening Rider. Vielen Dank für deinen lieben Brief. So, und weiter geht's mit der Alma Puppyland. Liebe Ximena, ich könnte dir jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde sagen, dass du die Allerbeste bist. Ich mag dich und deine Videos sehr und feiere die Streams. Liebe Grüße, mal wieder Zocker Mixmax. Danke, liebe Zocker Mixmax. Du bist schon eine Süße. So, Susan Witstone. Eine kleine Aufgabe für dich, weil mir danach war. Da mir gerade langweilig war, ist mir eine Aufgabe für dich eingefallen. Also, wenn du das alles hier liest, musst du dir ein Outfit, das du niemals so anziehen würdest, raussuchen. Ja, habe ich an. zum nächsten Briefkasten rennen, dort die restlichen Briefe, die du bekommen hast, vorlesen und wieder zurück zu deinem Pferd rennen. Danach darfst du dich wieder umziehen und übrigens, deine Videos sind klasse. Mach weiter so und fail noch recht schön. Finde das nämlich witzig, wenn du failst. Ja, danke auch. Glückwunsch zu über 700 Abos, also 700. Keine Ahnung, wie viel genau. Mittlerweile über 950. Wahnsinn gerade. Es mittlerweile sind, sorry dafür. So, und als zweite Aufgabe habe ich überlegt, du musst an einem aus deiner Freundesliste einen Brief mit folgenden Wörtern schreiben. Apfel, Kürbis, schlecht Eierkuchen gegessen, Flasche. So, bin gespannt, was dir für einen Brief einfällt und warte ihre Reaktion ab und erst danach darfst du sie aufklären. So viel Spaß dabei. Tja, liebe Grüße, Susan. Jetzt habe ich den Brief natürlich, bist nicht sauer wegen den Aufgaben, sei mir nicht böse, das klappt jetzt nicht, ich habe den ja jetzt hier gerade vorgelesen. Aber ich werde das mal, warte mal, ich nehme mir hier mal eben einen Zettel, pass mal auf. Ich nehme mir hier einen Zettel und schreibe mir die Worte eben auf, ne, das ist einmal Apfel, so, dann haben wir noch Kürbis, dann haben wir noch schlecht, ja. Und dann haben wir noch Eierkuchen. Mein Gott, ihr kommt auf Worte. Eierkuchen und gegessen. Und dann haben wir noch
Flasche. Gut. Habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Ich habe jetzt hier einen Zettel und den Brief mache ich die Tage, wenn nämlich die Postfolge jetzt vorbei ist und die Leute da nicht mehr so dran denken. Und dann machen wir das nochmal separat. So, und ja, erstmal vielen Dank für deinen Brief, Susan. Ich mache den jetzt hier schon mal weg. Steig jetzt hier vom Pferd. Ihr kriegt mich hier heute echt in Schwung. Und lass mein armes Pferd hier stehen und mach mich wieder rüber. Ja, ins Westkapfischerdorf und lest da dann die restlichen Briefe. Ihr Lieben, ich spule euch das jetzt wieder mit ein bisschen Musik vor. Und wir sehen uns dann gleich, wenn ich wieder am Briefkasten angekommen bin. Und da bin ich am Briefkasten angekommen und laufe dann auch gleich zurück, wenn ich hier die anderen Briefe auch noch gelesen habe. Die Colette Pinkford schreibt, Hi Ximena, ich liebe deine Videos. Meine Freundin Sabina Penderlord hat dir auch schon mal geschrieben. Wie findest du eigentlich die Geburtstagsspaziergänge? Ja, ganz schön schwierig zum Teil. Also gerade Fort Pinter ist natürlich echt ein hartes Ding. Aber ich habe sie ja Gott sei Dank alle geschafft. Und wenn ihr da Hilfe braucht und sie noch nicht habt, dann findet ihr die Videos dazu ja alle auf meinem Kanal. Es gibt auch eine extra Playlist nur mit den 7 Geburtstagsspaziergängen, damit man sie besser findet. Ich bin leider kein Lifetime-Star-Rider, aber ich bin trotzdem oft in SSO on. Ich möchte dich gerne fragen, wann du mal wieder einen Level-Stream machst. Und bist du auf deinem zweiten Account auch Lifetime-Star-Rider? Ich liebe dich. So, Level-Stream, wie gesagt, sobald die Probleme, die SSO hier gerade macht, ja, behoben sind. Und nein, auf meinem zweiten Account auf Ximena Evening Rider bin ich kein Lifetime Star Rider, werde ich auch wohl nicht werden. Da bin ich ganz normal, ja, Star Rider Abonnent. So, ich liebe dich, schreibt sie. Wäre cool, wenn du noch grüßen könntest. Na klar kann ich das. Die Sabrina Pandalord, meine Cousine und meinen verstorbenen Mops. Ich liebe dich, deine Colette. Ja, liebe Grüße an die Sabina Pandalord und an den verstorbenen Mops. Och Mensch, das ist schlimm, wenn ein Hund stirbt. Das tut mir leid. Ja, vielen Dank für deinen lieben Brief, Colette. Und dann haben wir noch einmal Post von der Penelope Evening Dotter. Hier ist Zocker Mixmax auf dem Hauptaccount. Hier bin ich Level 18 auf Fabiana Pinkrider Level 6. Ich hoffe, du liest den Brief, aber warum nicht? Hab dich lieb, deine Zocker Mixmax. Ja, lieben Dank für deinen Brief, Zocker Mixmax. Und vielen Dank für deine, ja, vielen Briefe, die du mir immer wieder schreibst. Und ich freue mich und lese auch jeden Brief natürlich von euch. Und die Briefe, die für die Postfolgen gedacht sind, die kommen auch immer in den Postfolgen vor. Es sei denn, ihr schreibt es direkt in den Betreff, dass es nicht für die Postfolge ist. Oder schreibt dann da rein, nicht Postfolge oder privat oder sonst was. Na, dann weiß ich, das ist eine Sache, die ich schon vorher, ja, beantworte. So, dann lösche ich den Brief jetzt hier. Damit ist auch der Briefkasten wieder geleert. Und mache mich wieder, ja, zurück auf zu meinem Pferd. Denn das war ja noch die Aufgabe. Ich sollte ja nach der Postfolge, nachdem alle Briefe gelesen sind, wieder zurücklaufen. Gut, ich melde mich dann gleich wieder, wenn ich zurück bin bei Wild Herb. Bis gleich. So, und da bin ich wieder am Briefkasten angekommen. Der gute Wild Herb hat auch artig auf mich gewartet. Wunderbar. So, ihr Lieben, das war's dann von dieser Postfolge. Die ist viel, viel länger geworden, wie eigentlich geplant, auch wenn da jetzt einige Sachen gleich noch geschnitten werden. Also jetzt gerade hier diese ganzen Laufarbeiten. Ich hoffe, ich habe eure Aufgaben soweit, ja, zur Zufriedenheit erledigt. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin ja froh, dass SSO jetzt mitgespielt hat und mich nicht während der Postfolge aus dem Spiel geballert hat. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an der Postfolge hier. Und wir sehen uns, wir hören uns. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.